Die mündliche Abiturprüfung in Religion, Ethik oder Philosophie und meine besten drei Tipps hierzu. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Heute geht es um Religion, Ethik oder Philosophie. Ich habe das mal zusammengefasst, weil die Tipps für die drei Fächer eigentlich ziemlich genau die gleichen sind. Und die eben in Bezug auf die mündliche Abiturprüfung. Und der allererste Tipp ist, dass du deine persönliche Meinung nur dann mit einbringst, wenn auch wirklich danach gefragt ist. Es gibt zum Beispiel, wenn es um ethische Richtlinien gibt oder um eine Definition geht oder auch in Religion vielleicht um irgendwelche Fakten, wann was passiert ist, ähm, nach der Bibel zum Beispiel, dann sind das einfach Fakten. Da geht es nicht darum, ob du der Meinung bist, dass das Gute ist, dass es so war, oder ob du eine Richtlinie auch so siehst, sondern da geht es einfach nur ums Wiedergeben. Das heißt, gerade am Anfang von der Prüfung, pass auf, dass du, weil die anderen Tipps werden jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber gerade am Anfang der Prüfung, dass du einfach mal nur, weil in der Regel kommen da diese ähm, Anforderungsbereich 1 Fragen, das bedeutet einfach ähm, Wiedergabe, Reproduktion, dass du einfach nur das sagst, was in deinem Heft stand. Und deswegen, Züge dich da noch ein bisschen mit deiner eigenen Meinung, damit du einfach erstmal nur diese Basic-Punkte bekommst und dir da nicht, weil du vor Übereifer schon ganz viel von dir selbst erzählen willst und wie du das siehst und so weiter, dass du dir einfach nur die safen Punkte holst, damit du schon auf einer guten Basis stehst und dann können wir auch in die weiteren Tipps fortschreiten. Zweitens, eine differenzierte eigene Meinung. Denn gerade in diesen drei Fächern wirst du garantiert zu 99% zu deiner eigenen Meinung gefragt. Einfach, weil das Fächer sind, die sehr viel mit uns selbst zu tun haben und die auch einfach sehr stark zur Diskussion einladen. Dementsprechend bereite dich darauf vor, dass du gefragt wirst, wie stehst du selbst dazu. Und da ist ganz wichtig, dass ihr dann eine differenzierte eigene Meinung habt. Das heißt, sag nicht einfach nur, ja, finde ich gut oder finde ich schlecht, sondern dass du sagst, ja, es hat schon sehr viele Vorteile, weil oder man kann das schon so sehen, weil oder ich finde das gut, weil... Aber auf der einen Seite muss man auch sagen, das. Oder ähm, du hast auf andere Art und Weise mehr dazu zu sagen, als nur ja, nein oder finde ich gut oder finde ich schlecht. Deswegen... Überleg dir wirklich zu jeder Sache, das kann dann auch mehr Spaß machen in der ganzen Vorbereitung. Überleg dir wirklich genau, wie siehst du das? Würdest du es auch so sehen? Warum siehst du es so? Warum siehst du es nicht so? In welchen Fällen in deinem Leben war es vielleicht so, dass es sich gelohnt hat, wenn man sich zum Beispiel an diese Richtlinie gehalten hat? In welchen Fällen würdest du auf moralischer Ebene was anderes vorschlagen? Oder ähm, auch in welchen hypothetischen Szenarien wäre das fraglich, ob man das auch überhaupt so umsetzen kann? Ist es überhaupt realistisch, dass man sowas verfolgt? und dementsprechend unbedingt 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 eine differenzierte Meinung damit der Lehrer auch wirklich merkt du hast nicht nur einfach 6 7 8 9 Punkte ausreichend gelernt sondern dass dich wirklich damit beschäftigt dich interessiert es vielleicht auch und du kannst vor allem Stellung dazu beziehen. Weil es kann echt sein, dass gefühlt die Hälfte deiner Prüfung nur daraus besteht, dass du irgendwie mit dem Lehrer ein bisschen ähm, diskutierst, damit er wirklich merkt, bist du wirklich auch sicher in der Thematik drin? Und oft sind es dann vielleicht auch Punkte, die gar nicht explizit im Heft standen, sondern es waren einfach Sachen, die du dir selbst überlegen solltest. Und du hast halt die Wahl. Entweder du musstest dir. Musst improvisieren innerhalb der Prüfung und dir irgendeine Meinung überlegen. Oder du hast sie eben in der Vorbereitung schon gebildet. Das macht die ganze Sache natürlich dementsprechend wesentlich einfach. Deswegen mach das auf jeden Fall. Drittens. Alles auf den Alltag beziehen. Und mit alles meine ich natürlich nur die Sachen, wo es sich vor allem dann hinten raus in der Prüfung auch wirklich anbietet. Das bedeutet, gerade wenn du dann auch anfängst, mehr von deiner eigenen Meinung einzubringen, weil du hoffentlich auch danach gefragt wirst, dann lohnt es sich extrem stark, auch wirklich Alltagsbeispiele zu nutzen, weil die sind einfach super einfach zu verstehen und zeigen dem Lehrer, dass du wirklich verstanden hast. Und vor allem hebt auch für dich selbst vielleicht noch mal hervor, dass das Ganze nicht nur irgendein theoretisches Geschwafel ist, sondern auch irgendwie praktischen Anwendungsbezug hat. Deswegen überlegt er wirklich auch, wie Verhalte ich mich selbst? Verhalte ich mich nach diesem moralischen Prinzip oder nicht? Warum tue ich es? Warum tue ich es nicht? Welchen Vorteil hätte es, wenn ich danach leben würde? Und welche Nachteile hätte es, wenn ich danach leben würde? Und mach das wirklich auch vielleicht immer an Sachen im Schulkontext fest, die sowohl du als dein Lehrer super gut kennen. Ja, zum Beispiel sowas wie Abschreiben oder sollte man anderen Mitschülern helfen oder die Tür aufhalten ähm, oder wie auch immer und versuch einfach möglichst gut im Schulkontext zu halten, wenn es eben passend und möglich ist oder verwende eine alltägliche Situation, die quasi jeder Mensch kennt ähm, und dann bist du einfach auch von der ganzen Beschreibung, von der Erklärung her auf einer super guten Ebene, wo jeder das sofort nachvollziehen kann, also vielleicht auch der Zweitprüfer ähm, oder wenn auch noch andere Leute bei euch im Raum sitzen, wo die dann vielleicht auch wohlwollend nicken und sagen, hm, ja, verstehe ich und das ist einfach super wichtig, dass du es da möglichst simpel hältst, dass du es nicht in irgendwelche abgespaceden Szenarien ähm, verpackt, sondern einfach simpel halten, gut beschreiben, damit der Lehrer deine Punkte sehr gut nachvollziehen kann, auch erkennt, okay, der hat eine differenzierte Meinung und das nicht nur theoretisch, sondern auch in einem gewissen Praxisbezug und damit wird das super gut rüberkommen und du wirst vielleicht auch in dem Fach, wo du das Gefühl hast, oh, das ist irgendwie super subjektiv, was wir notwendig bekommen, ähm, sehr gut machen und dementsprechend auch die Leistung dann auch ähm, ja gewertschätzt bekommen, die du dann auch schlussendlich verdient hast. Deswegen in diesem Sinne denk dran, ich glaube an dich, wir bei